Eigentlich wollte ich vorher noch ein kleines Interview machen, aber bei dem Tempo geht das gar nicht. Wollt ihr direkt loslegen, Jörg, oder sollen wir vorher noch ein Sätzchen sprechen? Screech? Aha. Sehr dynamisch. Ich habe schon gesagt, man muss ein bisschen in Deckung gehen. Das sieht hier ziemlich gefährlich aus. Ein paar Scherzfolger haben gesagt, das ist so wie Autoscooter unplugged, also ohne Strom. Könnt ihr mit dieser Bezeichnung leben für Rollstuhl-Rugby? Wir können mit zu vielen leben. Also, Autoscooter ist nicht ganz richtig, also wir krachen schon mit den Rollstühlen zusammen. Das ist Mittel zum Zweck. Werden taktisch eingesetzt, Körperkontakt ist nicht erlaubt, deswegen sehen die Rollstühle so ramponiert aus. Und natürlich ist, man sieht es jetzt hier, die krachen zusammen. Das ist noch harmlos. Also wenn die richtige Geschwindigkeit haben, und ich spiele auf einem normalen Basketballfeld, dann fällt auch einer aus dem Stuhl raus. Also, Jörg Holzheim, ich stelle ihn nochmal vor. Außerdem sind mit dabei Wolfgang Schmidt und Nasser Menezla mit der Nummer 13. Wird ihm hoffentlich gleich Glück bringen. Rollstuhl Rugby, ganz kurz. Normalerweise spielen 4 gegen 4, aber das ist hier schwer möglich. Ja gut, wir versuchen das Beste zu machen, um den Zuschauern einen Einblick in unseren Sport zu geben, weil sich überhaupt keiner was darunter vorstellen kann. Wenn wir jetzt auf dem Basketballfeld spielen würden, da wird das kaum einer durchblicken. Also weil wir haben so viele Regeln und... Aber es macht unheimlich viel Spaß. Die Regel kann man ja ganz einfach dann auch aufs Nötigste bringen. Der Peter Joppich muss seinen Gegner treffen. Erfolgreich, dass die Lampe leuchtet. Anita Schätzle muss ihre Gegnerin oder, wenn es möglich ist, aufs Kreuz legen. Was ist bei euch das Ziel des Spiels? Wie kriegt man Punkte? Punkte werden erzielt, indem man am Ende vom Feld über die gegnerische Torlinie fährt, die 8 Meter breit ist, und so einen Punkt erzielt. Und so geht das hin und her. Und was auch noch wichtig ist, der Ball muss alle 10 Sekunden geprellt werden. Und wir müssen in 15 Sekunden über der Mittellinie sein. Und in 24 Sekunden müssen wir das Tor erzielt haben. Also recht schnell. Okay, es gibt leichte Einschränkungen hier, die Scheinwerfer. Aber das macht euch nichts aus, hoffe ich mal. Sollen sich die Damen und Herren an den Tischen direkt am Spielfeld zurückziehen? Oder können die sitzen bleiben? Ja, die können sitzen bleiben. Wir haben das schon im Griff. Okay, was sehen wir jetzt gleich? Ja, wir machen so gerade ein paar kleine Übungen, Blöcke stellen und Einwurfsituationen werden wir zeigen. Und noch ganz kurz was, wir haben Handschuhe an, weil wir alle Einschränkungen nicht nur an den Beinen haben, sondern auch an den Händen. Also an 3 oder 4 Gliedmaßen. Okay, aber jetzt Sport, volles Tempo. Ich gehe mal kurz in Deckung. Die RSG Koblenz, Rollstuhl-Rugby, viel Spaß! Also wir haben auch gerade im Vorgespräch noch gehört, Rollstuhl-Rugby, sagen Sie auch selbst von sich, so eine Mischung aus Rugby, Volleyball und Schach. Alles Spezialkonstruktionen, wie Sie vielleicht auch erkennen können, hat zum Beispiel hier der Mann mit der Nummer 12, Wolfgang Schmidt, einen etwas anderen Rollstuhl als die anderen beiden. Aber auch der scheint wie sein Pilot hart im Nehmen zu sein. Der Ball wird also auf dem Schoß transportiert, wenn ich es richtig weiß, maximal 10 Sekunden. Jörg, Sie verbessern mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, jo, scheint zu stimmen. Ganz schnelle Richtungswechsel. Viel Krafteinsatz natürlich. Und es ist eben eine Mischung aus Volleyball und auch Schach, weil es eben darum geht, sich Positionen zu erkämpfen, sich zu überlegen, wo fährt denn der Gegner? Wie gesagt, bei den Paralympics ist das olympische Disziplin. Interessant übrigens, die Vorläufer des Rollstuhl Rugby entstanden in Kanada. Da wurde diese Sportart Murder Ball genannt. Aber da die Kanadier ja auch Eishockey kennen mit dem Sudden Death, ist man da schon ein bisschen martialischer. Also, es wird gepasst, es wird schnell gefahren und es wird heftig zusammengestoßen. Da springt man schon ein bisschen hoch. Ich habe mir sagen gelassen, es passiert relativ selten, dass so ein Rollstuhl wirklich mal umkippt. Sie sehen es ja auch, die Räder sind sehr schräg gestellt. Also damit der Schwerpunkt auch sehr stark in der Mitte. Also da muss man schon eine Menge tun, um von der Seite vielleicht jemanden mal ins Fallen zu bringen. Stimmt das, Jörg? Ihr fallt relativ selten auf die Seite. Dann vermute ich mal, wird das Spiel kurz unterbrochen, bis auch die Athleten wieder auf ihren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rädern oder sogar 8, ja, ich glaube 6. 6 Räder zumindest hier bei Jörg Holzer. So, jetzt nochmal Full Speed. Boah, das war schon fast ein Wheelie. Also, Nasser
Besserschein. Okay. Danke. Ein letztes Mal? Halten die das aus? Oder gibt es erste Risse in der Technik? Nein, gut. Ein letztes Mal von mir aus. Eins, zwei, drei. Ein Riesenbeifall für das Team der RSG in Koblenz. Bleibt noch einen kleinen Moment hier. Müssen wir natürlich auch die Mitspieler noch mal kurz mit ins Boot nehmen. Nasser, wir haben einen Kollegen, der sitzt auch im Rollstuhl bei uns im ZDF Sport. Der hat jetzt eine China-Reise gemacht im Rollstuhl, hat gesagt, es gibt ein paar kleine Hindernisse, aber insgesamt tolles Land, freundliche Menschen. Es wird einen Film davon geben im Mai und er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Warst du schon jemals in China? Nee, leider noch nicht. Ich habe zwar fast die ganze Welt gesehen, aber da war ich noch nicht. Und seid ihr jetzt schon definitiv dabei oder wie sind die Perspektiven jetzt für die Paralympics? Zu 90% auf jeden Fall. Was müsst ihr dafür noch leisten? Trainieren. Und noch irgendwelche Erfolge feiern oder wie ist es mit der Qualifikation? Ja, wir haben schon qualifiziert. Also die Mannschaft ist dabei, nur jeder Einzelne muss dabei sein? Genau. Wie viele dürfen denn mitfahren? Ich habe es gerade gehört, die Mannschaft besteht also aus 4 Spielern, gibt wahrscheinlich auch einen Ersatzspieler. Wie viele Spieler dürfen denn fahren nach Peking? Da frage ich jetzt den Wolfgang. Also momentan sind zwar noch 12 Spieler, die mitfahren. Und das wird jetzt halt noch geguckt, wer halt mitfährt, dann muss jetzt halt noch gut werden, wie das Training und so ist. Wie viele spielen in Koblenz? In Koblenz spielen 3 Stück, also sind wir 3. Und die Nationalmannschaft setzt sich dann aber aus maximal 12 Spielern zusammen, die die Reise antreten? Ganz genau so sieht es aus. Okay. Wird dann auch eine entscheidende Rolle spielen, wer höher springt, wenn ihr so frontal zusammenstoßt? Nee, oder? Nee, also natürlich versucht der Gegner, uns unter Druck zu setzen und uns dadurch durch Fehler zu zwingen. Und da muss man dabei cool bleiben, die richtige Sache zu treffen und die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir bereiten uns richtig darauf vor. Wir sind ab Januar sind ins Training eingestiegen, also waren 3 Wochen in Amerika im Trainingslager und sind jetzt fast jedes Wochenende auf Turniere, Trainingslager, Bundesliga, wir haben schon Champions League und um uns so gut wie möglich auf die Peking-Reise vorzubereiten. Kribbelt es im Bauch oder gibt es auch ein bisschen Bauchgrimmen oder seht ihr dem in erster Linie ganz optimistisch entgegen und sagt, das sind Olympische Spiele oder eben Paralympics für die Athleten, da wollen wir unbedingt hin? Wir wollen unbedingt hin, wir wollen so gut wie möglich abschneiden. Wir versuchen, wir sind eigentlich immer 7. Also in Europa sind wir immer unter den ersten beiden. Und Amerika, Neuseeland, Australien, das sind alles professionelle Teams, die richtig Geld dabei verdienen. Und wir versuchen, denen doch noch beizustellen und eventuell ganz nach vorne zu kommen. Dafür wünschen wir alles Gute. Natürlich allen Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz, Mitarbeitern bei den Paralympics 2008. Viel Glück euch. Was lese ich hier? Es gibt noch einen kleinen Teaser. Und dann gibt es was ganz Besonderes.